Herzlich willkommen an alle Journalisten, auch an alle Zuschauenden an den Bildschirmen. Wir gewinnen, wie gesagt, 2:0 vor 22.590 Zuschauern im BB Bank Wildpark. Bei mir sind die beiden Cheftrainer und wie es überall üblich ist, hat auch hier der Gästetrainer Jens Hertel das erste Wort. Ihr Fazit zum Spiel, bitte. Ja, hallo, erstmal Glückwunsch an KSC zu dem Sieg. Ich glaube, am Ende brauchen wir nicht drüber sprechen, war der verdient. Ja, aber das Spiel hat schon ein paar Geschichten geschrieben. Ich glaube, wir sind ganz gut reingekommen. Wir hatten gute Phasen mit Ball, eigentlich gute Ruhe im Spielaufbau, sind eigentlich immer gut in die gegnerische Hälfte gekommen. Da hat uns dann so ein bisschen Präzision und bei den Flanken, bei den letzten Pässen dann gefehlt, um noch mehr Abschlüsse zu kreieren. Und ja, KSC hatte dann schon gerade die eine oder andere Situation im Umschalten. Und ich fand, dass wir halt bis zu dem ersten Tor das eigentlich ganz ordentlich gemacht haben. Und da haben wir es halt nicht gut verteidigt. Den freien Raum vorne hätten wir schon auch schneller schließen können und müssen. Wo Daniel und Leon Jensen dann halt frei waren, das Tor machen konnte. Ja, und dann kommt die gelb-rote Karte und oder die rote Karte. Und dann war es natürlich schwierig. Ich glaube, wenn ich mir die Bilder anschaue, ist es so direkt jetzt eine klare Notbremse, ist es aus meiner Sicht nicht. Deswegen hätte es man vielleicht auch mit Gelb in der Situation belassen können. Und dass es dann ein anderes Spiel geworden ist, das war auch klar. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft das gut gemacht hat. Also dass wir auch da wieder Phasen hatten, wo wir einen Ball hatten, wo wir phasenweise auch ein bisschen Torgefahr ausstrahlen konnten. Und dann natürlich in der zweiten Halbzeit eigentlich nochmal eine richtig dicke Möglichkeit hatten von Toni Uccia. Wenn er den halt macht, dann steht es 1-1, dann wissen wir auch nicht, wie so ein Spiel läuft. So haben wir dann halt auch das zweite dann noch bekommen, wo wir auch nicht gut verteidigen, wo wir dann halt zu schnell runtergehen. Und dann hat der KSC dann halt einen Deckel drauf gemacht auf dieses Spiel. Und das ist die Geschichte, die ich erzählen kann dazu. Christian Eichner, du hast wahrscheinlich noch was hinzuzufügen. Nein, gar nicht so viel, weil Jens hat das Spiel über 90 Minuten komplett richtig wiedergegeben. Wir haben ein bisschen gebraucht, auf jeder Position Zugang zum Spiel zu finden. Auch welche Räume muss ich verteidigen? Wer spielt auf meiner Seite? Wie passt das? Normale Vorgänge, wo die eine Mannschaft mal ein bisschen besser ins Spiel kommt, die andere braucht ein bisschen. Das hätte man natürlich gern anders immer, aber das ist dann Fußball. Peu à peu haben wir uns dann ins Spiel reingearbeitet über den ein oder anderen Ballgewinn in der Zone, wo wir dann relativ schnell auch, wie Jens es angesprochen hat, gut nach vorne umgeschaltet haben, weil einfach extrem viele und gute Fußballer auf dem Spielfeld stehen, die dann den Raum vorher schon erkennen, die den Ball mit einer richtigen Schärfe, mit einem richtigen Timing dann auch spielen. Und ich glaube, wir haben vor dem 1-0 schon die ein oder andere, ja, Halbchance vielleicht gehabt, wo der letzte Pass nicht so ganz gepasst hat. Dennoch war ich dann in der Phase extrem zufrieden mit der Mannschaft, weil sie sehr bewusst verteidigt hat, weil sie die Dinge umgesetzt haben, die wir gerade im Defensivspiel ihnen dann auch mitgegeben haben, weil ich den Gegner nach vorne brandgefährlich finde. Und das 1-0 hat uns einfach sehr gefreut, weil es ein Tor war in Bereichen, was wir die letzten Tage und auch das ein oder andere Spiel vorher einfach nicht so gut gemacht haben. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Leon Jensen da drin auftaucht, dann waren auf alle Fälle mal 3 oder 4 Spieler in der Box drin und dann erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit gegen eine Dreierkette dann auch, dass du mal an den Ball kommst und nicht wie in Saarbrücken und Wiesbaden, dass dann einer nur im 16er ist und du musst Daumen drücken, dass der eine dann den Ball bekommt, ihn dann auch noch am besten reinmacht und der Gegner gar nicht da ist. Ich habe die rote Karte auch nicht gesehen oder bisher nicht gesehen, deswegen kann ich mir da überhaupt kein Urteil erlauben. Ich glaube, wenn wir dann das 2-0 drauf machen mit dem nicht gegebenen Tor, dann ist das Spiel wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon entschieden, dann ist der Kopf leichter von meiner Mannschaft, dann geht das Spiel so ein bisschen leichter vom Fuß weg. Und man hat dann aber schon nach der roten Karte gemerkt, dass es so ein bisschen sicherlich kein Nachteil war, dass wir dann Halbzeit hatten. Das ist vielleicht ganz interessant, weil eigentlich die Mannschaft in Unterzahl vielleicht sich neu sortieren muss. Aber ja, ist oft dann auch umgekehrt der Fall, wo wir dann den Jungs nochmal das ein oder andere dann auch in Ruhe mitgeben konnten. Und trotzdem hast du genau gemerkt, dass die Jungs einerseits nicht das maximale Risiko gehen wollten, weil sie unbedingt auch mal 0 spielen wollte. Weil das einfach auch ein wichtiger Schwerpunkt ist in der Liga aktuell. Und sie versucht hat, die Angriffe weiter gut vorzubereiten. Und
Ich glaube, die ein oder andere Möglichkeit wäre da gewesen, um früher das 2-0 zu machen. Aber, und das zeigt der Fußball ja, egal in welcher Liga, auch zu 10 bist du immer in der Lage, gefährlich zu werden. Weil oftmals ändert sich jetzt mal nicht so viel, außer dass der Gegner die Räume noch mehr verdichtet und trotzdem alle Möglichkeiten nach vorne hat. Und wenn Toni das 1-1 macht, dann wird der Kopf bei uns und die Füße sicherlich eventuell noch ein bisschen schwerer, weil auch so ein bisschen der Erwartungsdruck dann schon da ist, in der Phase gegen 10 Mann dann dieses Spiel in Karlsruhe zu lassen. Und diese Dinge sind nicht passiert. Wir haben auf der anderen Seite diese Körperlichkeit gezeigt, die Jens dann seine Jungs aus seiner Sicht nachvollziehbar wahrscheinlich nicht optimal verteidigt haben. Wir für uns natürlich auch sagen, so stelle ich mir dann vor, wie ich in den Zweikampf gehe. Und es dann gut zu Ende gespielt. Und danach hätten wir sicherlich das Dritte drauflegen können. Aber ich bin heute sehr zufrieden mit dem 2-0. Wenn ich alles zusammennehme, möchte mich bei Jens noch für den Platz entschuldigen. Ich wusste nicht, dass in den letzten 3 Wochen so viele Spiele stattgefunden haben im Stadion, wo ich nicht da war. Deswegen, Jens, tut es mir sehr leid. Und das liegt momentan nicht in unserer Hand, weil es ist Wahnsinn, wie viele die Spieler ausrutschen auf beiden Seiten, wie viele Fehler dadurch dann auch entstehen, die der Zuschauer auf der Tribüne dann sagt, um Gottes Willen, wo kickt denn der ihn wieder hin? Ich sitze ja manchmal auch oben bei dem einen oder anderen Spiel oder am Fernseher. Und deswegen, ich glaube, wir als Mannschaft haben Prozente, um zuzulegen in beiden Bereichen, aber da haben wir, glaube ich, auch noch mega Luft nach oben. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das heute nach einem 2-0 meinem Kollegen sagen darf, nicht nach einem 0-2. Und dann, ja, dann wisst ihr alle, das dann könnt ihr euch selber denken. Das war's von meiner Seite, Jens. Euch alles Gute und einen schönen Nachmittag noch. Dann erstmal Dankeschön für die Zusammenfassungen. Jetzt seid ihr dran, gerne per Handzeichen. Dann kommen die Kollegen mit dem Mikro. Bitte Namen und Medium nennen. Ja, René, danke. Bad ich noch so Nachrichtenfragen an Christian bezüglich der Handspielentscheidung. Wie hast du die gesehen? Es gab ja 2, die ein bisschen knifflig waren, die letztlich jetzt nicht ins Gewicht fallen, wenn man das Ergebnis registriert. Aber dennoch kann man darüber diskutieren, denke ich. Wie ist da die Ansicht deinerseits? Also ich kann nur über das eine Handspiel sprechen, wo dann der Schiedsrichter nochmal rausgegangen ist, um sich das anzuschauen oder rausgeschickt wurde. Ich habe nur das Live-Bild. Vielleicht kann Jens mehr dazu sagen. Für mich war es live kein Handelfmeter. Von warum kann ich nur wirklich unter dem Eindruck der Live-Bilder oder des Bankplatzes von mir beschreiben, weil ich den Eindruck hatte, es war die Stützhand. Und vom Gefühl oder von der Regel her ist das scheinbar kein Elfmeter dann. Insofern war das, wenn ich das richtig wiedergebe, wenn das die Entscheidung war, dann korrekt und geringer Abstand. Hand ist nochmal das letzte Thema, was wir, glaube ich, auch mit Videoassistent nicht lösen können. Das ist mega subjektiv. Und da werden wir alle im Laufe der Saison mal darunter leiden und auch mal positive Dinge mit uns ziehen. Man merkt es ja selber, die Spieler schreien bei jeder Aktion Hand inzwischen. Egal, ob es aus 2 Meter ist, aus 1 Meter. Und nochmal, das ist wirklich der letzte Punkt, wo ich mit den Schiedsrichtern tauschen möchte. Und vielleicht kann Jens noch, vielleicht hat er es gesehen, was dazu sagen. Nee, ich habe es nicht gesehen, aber so wie die Reaktion unserer Jungs war, ist es klar, wo soll er mit der Hand hin? Die eine Hand muss er schon zum Abstützen nehmen und wenn du dann dort einen Ball von 1 Meter oder von 2 Metern dran kriegst, dann darf es eigentlich kein Elfmeter sein. Ja. Und Robin Bormuth, also da kann ich auch die Reaktion des Torhüters dann, wenn der sich so aufregt, dann befürchte ich mal, dass dann irgendwas nicht ganz korrekt war. Und der Spieler hat gejubelt. Ja. Kommen dann 2 Dinge zusammen. Die 2. Entscheidung war wohl auf jeden Fall Stützhand. Ja. Die haben wir ja neulich bei der Schiri-Schulung gelernt. Nils Bohl, Deutsche Preisagentur. Christian, wie geht's denn Leon Jensen? Der hat sich eine Blase gelaufen. Habe ich so jetzt auch noch nicht im Spielbetrieb live erlebt. Ich kenne es unter der Woche oder in der Vorbereitung, aber ich weiß nicht genau, was da das Problem war, ob es die Schuhe waren, ob es das Zusammenspiel waren, Schuhe und tiefer Platz oder ob was gerieben hat. Ich habe es selber auch nicht gesehen, aber wir haben es auch nicht so hinbekommen dann mehr, dass das nicht gerieben hat oder kein Problem dargestellt hat. Und deswegen, wir haben gute Jungs draußen, dann kommt halt Django Burnic rein und der hat es, auch wenn es vielleicht dann nicht so auffällt, richtig gut gemacht in der Phase, wo er dann drin war und hat das auf das Feld gebracht, was dann auch notwendig war. Klares Passspiel, Körperlichkeit
Und das habe ich dann von ihm erwartet. Gibt es weitere Fragen? Scheinen alle beantwortet zu sein, dann bleibt nur zu sagen, ich wünsche unseren Gästen aus Braunschweig eine gute Heimfahrt und allen einen schönen Restsonntag. Tschüss. Tschüss. Ciao zusammen.